zu Hause um die Welt. Mit der wunderschönen Jazz. Und dem einzigartigen Ben. Ach, und gemeinsam werden wir zwei ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und dabei zeigen wir euch unsere schönsten Reisemomente. Guck mal, ich zeig dir mal was. Ich habe extra. Hast du einen Ordner angelegt? Ich habe einen Ecuador-Ordner. Oh, Jesse. Warte. Karak! Warte. Noch ein Highlight. Oh, diese ganzen Wasserfälle und so. Oh, das war wunderschön. Oder hier. Oh ja. Der Markt und meine Lieblingsfrucht. Oh ja. Jerimoya. Da habe ich schon meine Familie getroffen. Und der Vase. Ah, ist schon süß, ne? Und wo ist mein Lieblingsbild? Ja, bisschen weiter links, bisschen weiter links. Ja, Jess, ja, ich hab's. Ecuador, das ist auch wegen Äquator. Ecuador heißt es ja auch. Ja, cool, ne? Das war wirklich eine ganz besondere Reise für mich. Und vor allem, finde ich, war das auch, was unsere Freundschaft angeht, noch mal die nächste Stufe. Ja. Wir sind da. Da, wo du mich nicht gerettet hast vor den Riesenviechern? Ich habe ein kleines, großes Problem. Ich habe eine riesen Kakerlake in meinem Badezimmer. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe eine riesen Kakerlake in meinem Badezimmer und die fliegt. Können Kakerlaken fliegen? Ich weiß nicht, aber die ist so groß. Scheiße, ich kann so nicht schlafen. Ich habe sie eingesperrt jetzt im Badezimmer. Ich muss jetzt Ben fragen, ob er sie rausholt. Kamerad. Mensch, Eva! Es ist so lustig, Eva ist die Redakteurin, die mit uns da war. Wir haben uns gegenseitig erschreckt. Sorry, ich leide. Ich habe eine riesen Kakerlake in meinem Badezimmer eingesperrt. Siehst du, wie ich gerade schwitze? Ja. Ich kenne niemanden, der so schreckhaft ist wie du. Zeig mir, was ich gerade entfernt habe. Ich kann nicht. Was denn? Zeig mir, was ich gerade entfernt habe. Ätzend. Komm mal mit zu mir. Ich kann nicht. Du kannst nicht. Komm bitte mit zu mir. Guck mal hier. Ätzend. Ich brauch's. Brauch was für dich. Ich krieg gleich Herpes. Aber ich muss jetzt trotzdem schlafen irgendwie. Also. Na, er macht's nicht. Er will's doch nicht mal ansehen. Wenn sie wissen will, wie das ist, im Dschungel zu wohnen, dann soll sie das auch mal alleine machen. Jetzt, ich finde, ich kann so nicht schlafen, ne? Da hinten ist in der Ecke, da hinten rechts in der Duschecke, siehst du? Rechts unten. Als die dicke Kakerlake in Jess' Zimmer war, da war es ja schon später am Abend. Und ich habe gerade gegen eine Vogelspinne gekämpft. Also wirklich aktiv gekämpft. Außerdem, es war sehr spät. Und irgendwann ist dann auch mal Schluss mit Freundschaft. Es geht schließlich um die Nachtruhe. So, jetzt sind wir mittendrin, mitten im Urwald. Und wisst ihr was? Ich freue mich ein bisschen. Heute gibt's Döner. Oder auch nicht. Wir sind im Dschungel. Ahora estamos en la selva. Das ist mein Highlight. Bevor man in den Dschungel reingeht, man muss sich immer kennzeichnen als zugehörig zu dem Volk des Dschungels. Und deshalb müssen wir es jetzt bemalen, damit die wissen, alles cool. La corona siempre el hombre y la mujer llevan. Die Krone kriegen die Prinzen und die Prinzessinnen. Also die Männer und die Frauen bekommen eine Krone. Ich mag die Krone. Das sind die normalen Kennzeichnungen. Mann, Frau. Es gibt aber auch bestimmte Zeichen, wo man daran erkennt, die sind gefährlich, die Jungs. Okay. Aber wir sind ja nicht gefährlich, deshalb tragen wir das, damit alle wissen, die können wir durchlassen. Was hat denn der eigentlich für eine Muschel da umhin? Esto es un medio de comunicación. Das ist das Kommunikationsmittel aus dem Dschungel. Das ist nämlich so eine ganz bestimmte Schnecke, die es nur hier gibt. Damit rufen die quasi das ganze Völkchen zusammen, wenn die sich zusammen treffen wollen. Also. Ich möchte das auch hin. Du bist halt nur zur Hälfte Ecuadorian. Du bist so ein. Aber du.
Ja. Essen ist fast fertig. Dein Kopf platzt gleich. Jetzt kommt's. So, dann mussten wir uns diese Hüte bauen, ne? Oh, ist das so witzig. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich wollte immer schon Dschungelkönigin sein. Deine Schminke verläuft. Nein. Mann, mir ist warm. Welcome. Ich sehe so blöd aus. Kuckuck. Sag mal, was ich bin und was bist du bist für mich. King is la reina, King is el. La ayudante de la reina. Er ist der Diener, der Königin. Ich bin Königin gewesen, du Diener. Mega gut. Katastrophe. Und der hat darauf bestanden, dass wir diesen Helm auflassen, ne? Und das war aber schön für dich, weil du durftest da alles probieren. Ja. Die Musik macht dann hat so er mir noch Laune. Und dann, genau, und dann ging es richtig los. Die Krönung! Jetzt ist er 3 Wochen im Dschungel. Schon viele interessante Sachen kennengelernt. Zum Beispiel Avatar, jede Menge Ameisen und Spinnen. Ich tarne mich seit neuestem als Papagei. Also wenn gefragt, komm mal hier. Ups, und begleite das eventuell mit einem leichten Karak, Karak. Karak, 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 Karak. Oh, herrlich. Der fässt da mit seinen Händen auch rein, ne? Das will ich ja im Leben nicht. Oh, ja, da ging's da los mit diesen riesen. Ich will doch nicht wissen, mit diesen dicken Würmern. Maden. Eine Riesenlarve. Was macht er damit? No. Das ist. Ich mag das nicht. Kannst du mal fragen, ob es Blatt aus Größeres gibt hier? Blatt aus Größeres. Tier. Esta es una larva. Este es muy rico. La gente de aquí de la comunidad lo utiliza como para curar las bronquitis. Sie kommen Esses. Sie kommen. Es, gegen Bronchitis ist es ganz gut. Es wird ganz gerne gegessen hier im Wald, diese Larven. No. Er ist das jetzt nicht wirklich. Ist es nicht Buen desayuno para Luis. Gutes Frühstück für Luis, sagt er. Und ich merke gerade wieder, ich bin zur Hälfte deutsch. Hattest du das gegessen? Nee. Auf keinen Fall. Das war echt krass da im Dschungel. Und dann sind wir runtergelaufen zu diesem Wasserfall, ne? Das war so ziemlich mit das Schönste, was ich schon mal gesehen habe in meinem Leben. Ja, das. Und ihr dabei. Zu Hause auch. Kicker Live Tag 4 aus Ecuador. Bis morgen. Tschüss. 20 Uhr. Was machen wir jetzt? Ja. Ja, Wahnsinn. Krass, da war auch noch so viel, ne, was wir alles erlebt hatten. Unglaublich. Also Auslandsreisen sind immer ganz besonders, weil man da so viele Eindrücke mitnimmt und das immer so Erinnerungen sind, die wir dann zusammen haben. Ja. Weißt du? Und auch viele Fotos. Wir haben so viele Fotos zusammen, wo sich so viele Menschen würden, wünschen würden, dass die mit drauf wären. Aber nein, wer ist drauf? La Shania und La Berni. Ja? So ist es halt. Da sind sie immer wieder schön. Ja. Ich freue mich also, auf den nächsten Trip. Die ganzen Reisen haben richtig viel Spaß gemacht. Und für euch zu Hause, kleiner Tipp, wenn ihr mehr von Jess und mir unterwegs gucken wollt, gar kein Problem, klickt euch einfach rein auf kikalive.de oder ihr benutzt den Kika-Player, da kann man die ganzen Reisen anschauen. Genau. Ja? Alles zusammen. Übrigens, Jess, ey, guck mal, so schlimm sind die doch eigentlich gar nicht. Du bist so blöd. Ist nur die sind gar nicht echt. Guck mal. Die sehen aber echt sehr echt aus. Vom Äquator. Wow. Da ist sie wieder.